Ja, so soll das doch weitergehen hier am Bernsteinsee. Schön auf Karpfen, es läuft immer noch mit Tutti Frutti und die Karpfen ballern rein. Heute allerdings mal schön auf Frequenz. Also raus damit hier, zack, eben locker rausgeworfen und dann gib ihm auf Frequenz hier die Karpfen rausziehen. Und wir gucken uns natürlich gleich das Setup an, was hier gerade so geht. Ich glaube, die Stelle an sich ist auch schon recht bekannt. Einer der wichtigen Spots hier am Bernie, wenn man schön auf Masse gehen will, auf Karpfenmasse. Spiegelkarpfen, 6 Kilo, das schmeckt doch. Und ja, wir testen einfach jetzt hier so ein bisschen verschiedene Tutti-Frutti-Kombinationen, beziehungsweise angefangen das Ganze natürlich erstmal nur mit Maiskorn. Super klein, allerdings einen sehr großen Haken oder einen recht großen Haken. Das Ganze kriegt man bestimmt nochmal mit einer besseren Frequenz hin, wenn man auch vom Karpfenhaken her kleiner geht. Ich habe jetzt einen 1,0er Karpfenhaken drauf. Und ja, man könnte sogar runtergehen bis auf einen 4er Haken, wenn man hier eine richtig hohe Frequenz haben will. Vielleicht sogar einen 6er, wobei dann werden die natürlich auch größentechnisch immer kleiner, immer kleiner. Dann hat man einfach zu viel kleinen Beifang und das muss ja dann auch wieder nicht sein. So, kurz und locker wieder ausgeworfen. Einfach easy hier auf 15 Meter. Na, guck mal da, da gehen auch zwischendurch ein paar rein, die ein bisschen Bock haben. Sehr schön, die nehmen wir natürlich auch gerne mit. Auf Rot, das ist schon mal gut zu wissen. Im Moment im Test eine Rute, nee, zwei Ruten mit gelbem Mais, also die 1 und die 3. Und jetzt gerade hier die hier mit rotem Mais. Und es scheint so, als ob hier auf rotem Mais die doch etwas dickeren gerade reingehen mit dem anderen Dip. Gucken wir mal, das heißt, wir bauen jetzt gleich die dritte Rute einfach mal um, auch auf Rot. Und dann haben wir jetzt einmal gewechselt, 2:1. Gucken wir mal. Ja, schöner Schuppi noch bei, ne? Oder? Ja, das ist ein schöner Schuppi noch. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Und dann auch gleich mal gucken, wie das hier von der Zeit ist. Und da haut er wieder ab. Ausgeschlitzt, der Lümmel. Na, aber das ist doch schon mal ein gutes Zeichen hier. Direkt wieder raus. So. PVA ist übrigens auch schon drin, also Futtermische ist drin, ganz simpel. Hat aber auch schon ohne PVA funktioniert. Also man kann auch selbst ohne PVA damit anfangen und dann im Laufe der Zeit eben das PVA ergänzen. So, und jetzt gucken wir mal eben hier nochmal rein. Also, so sieht das Setup gerade aus. Komplett drüber, komplett übertrieben. Aber das geht natürlich auch jetzt hier gerade mit der Overlord unterwegs und 36 Kilo Setup. Natürlich geht das auch mit ganz normal, wenn man hier mit der HSV zum Beispiel steht und ungefähr mit 18 Kilo Setup unterwegs ist, absolut problemlos. Ich würde dann in dem Fall einen 1er oder sagen wir mal einen 4er Haken bis 1er Haken nehmen, einfach auch nur fürs Maiskorn, um da eine schön hohe Frequenz zu haben. Tutti Frutti Rot teste ich jetzt nochmal und auch hier nehme ich nochmal bei Tutti Frutti Rot den anderen Dip. Und na, gucke mal da, da geht es auch richtig ab. Normalerweise werfe ich immer ja in den Schatten der beiden Bäume. Und zwar hier vorne hin. Aber da ich jetzt in der Nacht gerade hier war und angefangen habe auszuwerfen und es war so dunkel und ich hatte als einzige Orientierung da hinten die beiden Laternen ganz am Ende. Deswegen habe ich hier in Richtung der Laterne geworfen. Das heißt, ich lande jetzt quasi hier in dem Bereich links neben dem Schatten sozusagen. Also ein bisschen eine andere Stelle als sonst immer, aber man kann genauso sagen, ja, lübt auch an der Stelle, macht jetzt gerade nicht so den Riesenunterschied. Im Idealfall natürlich auch hier jeden Fisch am besten keschern. Alles, was da reingeht, immer natürlich schön mit dem Kescher drunter setzen und gut ist. Und damit das nicht ausschlitzt so schnell, am besten auch nochmal gucken, dass man natürlich zum einen nicht so schnell mit Schiff die ganze Zeit jeden Karpfen versucht reinzupowern und zum anderen auch die Bremse nicht übertrieben hochballert, sondern den Fisch auch einfach mal vielleicht nochmal ein bisschen ziehen lässt. Das war jetzt gerade so ein bisschen so ein
erzwingen sozusagen. Und das muss im Idealfall ja gar nicht sein, sondern lieber einfach dem Fisch nochmal ein bisschen abziehen lassen. Wenn er noch richtig Power hat, wenn er nochmal abziehen will, dann ruhig ein bisschen ziehen lassen. Und dann, wenn er ein bisschen müde geworden ist, dann erst reingehen und dann erst sozusagen rankurbeln. Wenn er schon schlapp ist, dann hat man deutlich geringere Ausschlitzchancen. Und natürlich hier mit Steuerung und rechter Maustaste, zack, diesen Anhaker nochmal machen. Das ist natürlich auch immer noch lohnenswert. Einfach zwischendurch nochmal ein bisschen haken und gucken, dass der vielleicht nochmal weniger ausschlitzt, der Fisch. So, zack, locker wieder raus, 15 Meter. Wie sieht es denn gerade aus? Also, von der Zeit jetzt hier 18 Minuten, das war in der Nacht. Man sieht, da waren immer noch so ein bisschen Unterbrechung. Hier auch mal eine etwas größere Pause. Und ja, dann auf einmal ging es aber auch los hier im Minutentakt mehrfach die Einschläge. Und so soll das dann eben auch sein fürs Frequenzangeln hier auf Karpfen, dass man zum einen natürlich eine gute Chance hat, Prozente zu bekommen, und zum anderen macht das Ganze natürlich auch kohlemäßig dann Sinn. Wie gesagt, im Idealfall, wenn man halt richtig auf Frequenz aus ist, oder wäre das jetzt ein Turnier auf Masse, dass man hier vielleicht so in Richtung 300 Kilo Karpfen rauszieht, dann würde ich das Ganze hier auch mit einem Vierer oder, ja doch, wahrscheinlich würde ich es mit einem Viererhaken machen. Einser oder Viererhaken und dann eben auch hier schön fein einfach nur mit Maiskorn. Andere Möglichkeit, die bauen wir mal hier eben um. Und zwar machen wir hier einfach mal eine Doppelkombination, dass wir hier auch noch ein bisschen größer reingehen. Wenn man meint, okay, die Frequenz ist so gut, ich komme fast nicht hinterher, dann einfach hier diese Kombi nehmen mit Mais. Hier dann jetzt nicht ganz so groß rein. 18er vielleicht maximal, ansonsten hier 14, 15, das passt schon ganz gut. 18er und ich nehme hier nochmal Tutti Frutti Rot und das Ganze direkt wieder raus hier. Zack. Rot scheint gerade tatsächlich nochmal ein bisschen besser zu gehen. Also bleiben wir bei Rot. Und hier gehen sie weiter rein in der guten Frequenz. Ja, so soll das. So kann das. Schön auf entspannt. Und zack, wieder raus damit. Ich glaube, von der Futtermische sollte es ganz bekannt sein. Übrigens, Futtermische, da wir hier auf 15 Meter sind, kann man die genauso auch als Bällchenform nehmen. Man geht vielleicht noch ein paar Schritte nach hinten und wirft die dann eben als Bällchenform, zack, 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 maximal aus, also komplett aufgeladen aus. Dann kommt man auch da vorne hier auf diese 15 Meter. Maximal ausgeworfen mit Bällchen sind so ungefähr 19 Meter, je nachdem, wie hoch man dann den Winkel wählt. Aber wenn man so einigermaßen hoch wirft, in einem schönen hohen Bogen, dann kommt man so auf die 19, vielleicht 20 Meter. Dann hat man 2,5 Meter Wirkradius. Das heißt also, wenn man hier diese Area schön dann hier einsottert mit Futtermische, dann lüppt das wahrscheinlich auch. Ja, es bimmelt auch schon direkt wieder los. So soll das auch sein. Perfekt. So mögen wir das. Ja, wenn das Ganze, wie gesagt, für dich dann zu viel ist, einfach von der Frequenz, dann eben in diese Richtung gehen mit Boilies in Kombination. Und dann merkt man eben auch drastisch, dass die Frequenz runtergeht, aber dafür die Fische im Idealfall natürlich auch ein bisschen größer werden. Und dann, ja, dann hat man natürlich auch ein bisschen mehr Drill, ne? So, zack, zack. Die beiden mit Maiskorn, die geben schon wieder Gas. Das Ding mit Boilie braucht immer noch ein bisschen, wird auch immer noch ein bisschen brauchen. Aber das ist soweit okay. 5 Kilo dabei, auch nicht schlecht. Gucken wir mal, was hier noch dran ist. Und dann werfen wir mal kurz einen Blick noch in den Kescher, wie das Ganze denn jetzt gerade so aussieht. Zap, zap, 21 Fische in 21 Minuten. Perfekt. Das trotz der Flaute in der Nacht, also trotz der schlechten Frequenz in der Nacht, war das doch ganz gut. In der Nacht ist es halt immer so ein bisschen Flaute und dann geht es halt am Tag los. Mit der Futtermische, wie in allen Videos auch schon gesagt, am besten so gegen, ich mache es halt in der Regel so gegen 16 Uhr anfüttern, dass man die Top-Saison in Richtung Abend, dass man da die Futtermische nochmal aufgefrischt hat, also gegen 16 Uhr anmischen oder reinspeisen und dann morgens gegen 4 Uhr nochmal ein bisschen nachfüttern, dass man dann wieder die Morgenstunden richtig schön angefüttert hat und dementsprechend ja, dann die beste Frequenz auch hat. 100 Silber in 21 Minuten, passt, kann man machen, ist soweit schon mal gar nicht schlecht.
dafür, dass es eben easy gemacht ist und auf gute Frequenz, läuft das doch. Und ich gucke jetzt gleich, wie es hier weitergeht, auch mit etwas größeren Boilies. Das heißt, ich baue jetzt hier gleich um. Für mich ist das gerade sehr, sehr gut. Also von der Frequenz her sehr, sehr gut. Und jetzt heißt es für mich, der Spot ist ja jetzt angefüttert, ausreichend. Und ich baue jetzt hier gleich um auf größeres Setup. Das heißt, ich baue jetzt, das können wir hier gleich mal machen. Nehmen wir einfach mal dieses Setup jetzt. Ich bleibe beim 1.0er Haken. Jetzt geht es an die großen Boilies, und zwar auf Doppelboilie. Und dann gucken wir mal rein hier. Tutti Frutti 20 machen wir einmal. Und das Ganze hier nochmal mit Tutti Frutti 24. So richtig schön groß. Und raus damit. Das heißt, hier wird jetzt gleich die Frequenz drastisch runtergehen. So. Und das Ganze machen wir hier auch nochmal. Eine Kombination, die zurzeit auch ganz gut läuft, ist eben Tutti Frutti 24 mit Neutral-Boilie. Also Neutral-Boilie Pop-Up kann man hier natürlich zum Beispiel nehmen, 25. Und auch das geht einmal raus. Und dann gibt es auch noch eine weitere Kombi, die machen wir jetzt als drittes hier drauf. Dazu bauen wir einmal um auf klassische Haarmontage, also sinkende Boilies und dann auch hier eben auf Boilie. Und dann gehen wir hier drauf auf Tutti Frutti. Machen wir mal Soluble. Ja, kann man ganz gut machen. Oder eben Tutti Frutti 24 hier nochmal. Ich mache aber hier jetzt mal auflösend und dann dazu nochmal neutrale Boilies. Und dann nehmen wir hier die vom Weihnachtsmarkt, die es gerade gibt. Neutrale Boilies, ihr seht, ich habe hier um die 500 Stück, weil neutrale Boilies immer mal wieder das ganze Jahr über ganz gut funktionieren als Kombination. Auch hier jetzt wieder auf 15 Meter Clip, locker flockig raus. Zack. Und ab jetzt heißt es warten, nebenbei noch ein paar Videos gucken und ja, dann lübt das hier hoffentlich auch mit den ganz großen Brocken. Ja, so viel dazu, so viel zu dem Spot. Ja, Stelle sollte bekannt sein, hier auf der Map, also ganz direkt am Camp für die Lauffaulen, immer genau das Richtige. Also Daumen da lassen, wenn es dir geholfen hat, ausprobieren und selber hier die Brocken rausziehen, schön noch ein paar Prozente machen beim Karpfenkloppen. Petri, ihr Lümmels, bis zum nächsten Mal.